Einen wunderschönen und sehr verschneiten guten Morgen, Freunde. Ich bin wieder beim Hasan bei Angelpark Föhrn und versuche heute mit Spoon ein paar Forellen rauszuholen. Ich denke mal, es wird nicht so einfach sein, denn der Hasan hat gemeint, in letzter Zeit war der Spoon nicht so gut, nur Bindemade und Teig ist gut funktioniert, also nur tote Rute hat gut funktioniert. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Wenn das wirklich stimmt, wenn sie wirklich keinen Spoon wollen, ja, also keinen aktiven Köder, dann habe ich noch eine Grundrute dabei, die werde ich auf jeden Fall dann rausschmeißen, damit ich wenigstens zwei, drei Fische für die Pfanne rausholen kann. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Heute ist der Christian dabei und ein neuer Kunde von mir ist auch heute dabei, der Steffen. Und ich bin mal gespannt, ob die beiden heute auch was rausholen. Wie gesagt, ich starte und was ich gefangen habe, das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Wenn sie keinen Spoon wollen, dann halt eben Teigrute. Aber die steigen immer wieder mal hoch, ja? Das ist ja das Komische. Wundert mich auch. Sie sind aktiv, aber wollen nur stehen. Ja, sind aktiv, aber wollen wirklich nur stehende Sachen. Da ist wieder hochgekommen, ja? Also, ich probiere mal direkt anzuwerfen. Das ist ganz komisch. Vielleicht kommen sie noch. Vielleicht werden sie noch irgendwann mal aktiv. Ja. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was hier steht. Vielleicht steht irgendwas unter dem blauen Ding, Freunde, ja. Ab und zu, wie gesagt, steigen Forellen hoch. Aber ansonsten sieht man sie nichts. Vielleicht die Faulenzer-Methode. So, Freunde, mir wird gerade Teig drauf gemacht. Weil dieser junge Mann fängt hier Fische ohne Ende mit Teig. Schwarz, gelb, okay. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, wie man Teig formt. Aber das sehen wir ja gleich. Okay. Zuerst zum Teller drücken. Genau, flach und dann genau flach. Die Spitze auf die Schnur. Ah. Okay. Und dann die dunkle Farbe meistens nach außen. Nach außen? Ja. Okay. So, ich denke mal, mit dem Ding werde ich jetzt fangen. Halt mal im Wasser, ja. Propeller. Ja, siehst du, Junge. Du lernst immer wieder was dazu. Ja. Die richtigen Leute da hast du das. Also, Freunde, ich habe jetzt meine Spoonrute umgebaut auf eine Teigrute mit 2 Gramm Blei, Petzblei, und bin mal gespannt, ob nachher die Spitze wackeln wird und ob wir nachher eine Forelle rausholen können, weil, wie gesagt, auf Spoon geht gar nichts, wirklich gar nichts. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es jetzt mit Teig funktioniert. Bei mir beißt heute gar nichts, dafür bei meinem Nachbar heute richtig, richtig gut, aber man muss ewig lang warten, ja. Die Fische ziehen ab, lassen stehen. Die Fische ziehen ab und lassen es wieder stehen. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt zieht sie wieder ab. Kann sein, dass sie sogar jetzt hängt schon. Hängt? Der hängt, ja. Der hängt, okay. Ich glaube, ich habe jetzt endlich mal meinen ersten Biss. Habe aber zu spät gesehen. Es kann sein, dass der zu viel Zug bekommen hat und hat rausgespuckt. Also, Freunde, ich habe mir jetzt selber noch mal Teig gemacht. Schaut mal, das sieht klasse aus, oder? Wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie man Teig drauf macht. So. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht klappt das jetzt noch mit einem Biss. Vielleicht klappt das ja jetzt noch mit einem Biss. Diesen Biss haben wir jetzt verpasst, weil... Oh, hast du wieder? Stör? Unglaublich. Schon wieder Stör, das ist wirklich Stör. Wahnsinn. Boah, schön.
Wahnsinn. Probieren wir doch Farbe Weiß 3 cm. Diese Farbe habe ich heute noch nicht probiert. Und ich finde, ich habe auch viel zu lang mit 4,5 cm probiert. Die ganze Zeit eigentlich. Ja, mit Oktopus-Sachen probiert, alle Farben durchgeangelt, nix. Ja, 4,5 nix. 6 cm Gitarre nix. Also 4,5 cm ständig Attacken. Ständig Attacken. Jetzt sind schon alle weg, ja, Freunde, fast alle weg. Jetzt probiere ich halt noch mit 3 cm. Vielleicht wollen die Forellen wirklich kleineren Köder, ja. Und keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit probiert jetzt mit Schwarz-Orange, Schwarz-Gelb, Schwarz-Weiß, also nur dunkle Köder. Nur dunkle Köder. Vielleicht wollen sie wirklich, ja, heller Köder. Weiß ich nicht. So wie, aussieht wie Bienenmade, ja, richtig heller Köder. Und bin mal gespannt, ob mir jetzt die helle Gitarre, was bringt die 3 cm? Ja! Hey, es wurde auch Zeit, ja. Aber ich habe einfach ich habe die Größe getauscht. Auf 3 cm und gleich bam. Das ist echt der Wahnsinn. 3 cm Gitarre gemacht und allerdings nicht gefilmt, Freunde, ja, weil ich mich mit einem Mann unterhalten habe. Was soll ich sagen, Freunde? Mein erster Fisch und gleich über ein Kilo schwer. 3 cm Gitarre in Weiß. Leider kein Live-Biss, leider. Ich habe mich mit einer Person unterhalten und habe die Kamera ausgeschaltet. In dem Moment knallt es natürlich. Ah, schade, aber vielleicht kriegen wir noch ein Live-Biss. Mein erster. Nach 3 Stunden, Freunde. Nach 3 Stunden Anglerei, mein erster. Also, und das ist eigentlich der erste Fisch heute, wo mit Spoon überhaupt gefangen wurde, ist, ja. Unglaublich, alles andere, heute nur Bienenmade. Bienenmade ohne Ende. Wahnsinn. So lang habe ich gebraucht, wirklich sehr lang gebraucht. Aber ich muss auch gleich sagen, ich habe mich immer noch mit 4,5 cm Gitarre auseinandergemacht hier heute am Wasser. Und das war wahrscheinlich der Fehler, weil die Fische wollen einfach nur kleinen Köder, ja. Fische wollen einfach nur einen kleinen Köder. Machen wir jetzt mal, ja, ein paar Würfe mit 3 cm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch eine rausholen werden, ja. Der Weiher ist zwar leer schon, gut, es sind nur noch 2 Angler da. 3 Angler. Sind noch am Wasser. Alle anderen Angler sind schon nach Hause gefahren. Vielleicht kriegen wir sogar noch Live-Biss. Das wäre echt klasse. Ah, schade, dass die Forellen so, ja, sind zwar aktiv und doch passiv, ja, was Spun angeht. Ist Wahnsinn. Wahnsinn. Die schnappen auch immer öfters Wasser von der Oberfläche, ja. Aber auf Spun, wie gesagt, einfach nur bumm, leichte Stupser. Und warum? Warum sind das keine aggressiven Attacken? Ja? Oder der Fisch könnte ja wenigstens in die Route reinlaufen, ja? Nix da. Also Freunde, noch ein Angler ist weggegangen. Jetzt sind wir nur noch 2, ich und der Nachbar gegenüber. Ja, von 11. Oh, jetzt habe ich eine. Ich wollte gerade sagen, von 11 Personen sind wir nur noch 2 und jetzt habe ich eine. Oh, abgefallen. Oder? Nee, doch nicht. Puh, okay, Freunde. Die Gänse haben mir doch Glück gebracht. Oh, das scheint wieder ein schöner Fisch zu sein. Scheint wieder ein schöner Fisch zu sein. Und wieder 3 cm in Weiß, ja, Freunde? Unglaublich. 3 cm in Weiß. Und wir haben unseren nächsten Fisch. Komm her, Forelle. Ja.
Jawohl. Danke, Gänse. Ich habe echt gedacht, ich gehe heute als Schneider nach Hause. Und das ist meine zweite. Also alle gehen schon nach Hause. Von 11 Angler ist nur noch der Nachbar gegenüber und ich. Ja. Und das ist mein zweiter Fisch. Ein hart erkämpfter zweiter Fisch, Freunde. Hart erkämpfter. Wahnsinn. Der letzte Angler geht auch und ich werde auch zusammenpacken. Ich habe jetzt trotzdem zum Schluss noch zwei wunderschöne Forelle mit der Gitarre rausgeholt. Leider war ich zu faul und habe nicht so viel experimentiert, was Größe angeht. Ich habe einfach nur die Farben getauscht, aber die Größe war immer dasselbe, die 4,5 cm. Und erst jetzt zum Schluss habe ich 3 cm Gitarre drauf gemacht und direkt zwei Fische rausgeholt. Ja. Wahnsinn. Heute ist super gut der Teig angekommen und Bienenmade auftreibend, ja. Tote Rute, reinschmeißen, nichts machen, Schnur läuft weg, zack, Fisch. Ich habe sehr viele Würfe heute gemacht, wirklich sehr, sehr viele Würfe gemacht, aber zum Schluss wurde ich doch noch belohnt. Wie gesagt, vor allem mit meinem ersten Fisch, über 1 Kilo große, schöne Forelle, ja. Ich freue mich, die in die Pfanne reinzuhauen. Ich muss das Ganze wiederholen, ja. Ich muss das Ganze hier wiederholen und nächstes Mal muss ich nicht so faul sein, ja. Denn Faulheit wird nicht belohnt, Freunde, ja. Farbe wechseln ist eine Sache, aber die Größe zu wechseln, das ist die andere Sache, ja. Wenn die Fische nicht größere Köder wollen, dann muss man einfach kleine Köder drauf machen. Und ich habe das viel zu spät gecheckt, leider, ja. Aber wie gesagt, ich bin kein Schneider. Der Christian mit seinem Kumpel ist schon nach Hause gefahren. Der Christian hat heute 9 Stück rausgeholt, alle mit Bienenmade. Sein Kumpel hat 3 oder 4, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich jetzt zum Schluss meine 2 Forellen. Aber besser wie gar nichts, ja. Und es war heute wieder richtig kalt. Jetzt geht es einigermaßen mit den Fingern, aber es war vorhin richtig ganz schlimm. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut, Petri Hall, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.